Ich muss sagen, ich bin ein ziemlicher Fan von dem neuen Season Pass in EA FC 24. Warum und welche Spieler man hier am ehesten nehmen soll, das Ganze gibt's jetzt in diesem Video. Schreib jetzt direkt schon mal in die Kommentare vorab, was du von dieser neuen Season hältst. Das würde mich mal sehr interessieren. Es gibt hier schon mal eine entscheidende Änderung, denn diese Season 2 ist gesplittet. Momentan heißt sie noch Season 2 Teil 1, dadurch hat sie auch weniger Level, nämlich nur 20, und man kommt dementsprechend auch eben schneller zu Einstufen, kann also schneller alle Sachen bekommen. Insgesamt läuft das Ganze Stand jetzt noch 18 Tage. In diesem Video geht es jetzt hier eher um die Spieler, weil das schon ziemlich interessant ist. Bei den Packs gibt es auch eine Auswahl, aber ich finde, das nimmt sich immer nicht so viel. Durch diesen Season Pass und die Spieler, die man bekommt, zieht sich ein roter Faden, den ich ehrlich gesagt ziemlich cool finde. Die ersten beiden Spielerauswahlen sind nämlich in dem Dynamic Duos Kartendesign, das heißt, dass es Karten sind, die gut zu einer linken, und auch bei der dritten Spielerauswahl passt das noch mit rein. Wir haben hier bei jeder Stufe, wo man einen Spieler nehmen kann, Karten, die zueinander passen. Man kann also, wenn man will, drei Karten nehmen, die gut zueinander linken, mit der gleichen Nation und der gleichen Liga. Wir haben hier nämlich bei Level 10, bei der ersten Spielerauswahl, einmal Avonyi als Nigerianer aus der Premier League, dann Van der Heijden als Belgier aus der Liga und eben Zirkzee als Niederländer aus der Serie A. Und diese Nation-Liga-Kombination zieht sich durch die drei Player-Picks und das finde ich echt schon ziemlich nice. Bleiben wir jetzt erstmal bei Level 10, wen sollte man da als erstes nehmen? Ich muss sagen, ich finde die drei Karten hier nicht so mega nice alle. Avonyi, 3 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot, Werte ganz in Ordnung, Antritt nicht so gut, dafür guter Schuss, ansonsten eher so mittelmäßig. Van der Heijden finde ich jetzt auch nicht so nice, spielt bei Mallorca, eher schwer zu linken, würde ich sagen. Defense gut, Tempo nicht so nice. Zirkzee auch nur 3-3, Tempo auch nur so mittelmäßig, dafür guter Schuss. Ich finde die jetzt alle nicht so überragend, am ehesten würde ich aber dann noch Avonyi mitnehmen. Kommt aber eben auch drauf an, was man bei den nächsten Stufen nimmt oder was man gerade so im Verein hat. Wie findet ihr dieses Dynamic Duos System im Season Pass? Schreibt es gerne mal rein, ich finde es ehrlich gesagt mega. Bei Level 15 gibt es dann die nächste Spielerauswahl. Auch wieder eben ein Nigerianer aus der Premier League mit Onyeka und den finde ich hier schon mal ziemlich nice. Hat zwar nur 3-3, aber insgesamt ist das ein richtig geiler 8er bzw. 6er. Könnte auch mehr Antritt haben, hat dafür eine richtig gute Sprintgeschwindigkeit, kann ein bisschen schießen, kann passen, kann auch noch dribbeln und hat eben noch eine Defense und eine gute Physis. Ein richtig nicer 8er, den man zum Beispiel halt mit Avonyi auch ganz gut linken könnte. Ich finde den rein von den Werten in Kombination mit der Liga schon mal richtig nice. Dann gibt es noch Ramazzani, der ist vielseitig einsetzbar, hat nur 3 Sterne Skills, was ich jetzt als Offensivspieler einfach nicht so nice finde. Ansonsten aber echt gute Tempo- und Dribblingwerte, muss man sagen, und auch einen passablen Schuss. Dann finde ich auch die dritte Auswahl hier nice, nämlich Davy Klaassen, eben auch Holländer aus der Serie A, wie gerade schon Zirkzee. Von den Werten auch ziemlich ähnlich wie Onyeka, nämlich auch so ein 8er, finde hier aber Onyeka nochmal ein bisschen besser, gerade wegen dem Tempo. Und kommen wir jetzt zur letzten Spielerauswahl bei Level 19. Die sind jetzt hier auch wieder im klassischen Season Pass Design. Als Nigerianer aus der Premier League haben wir Iwobi. 4 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot. Hat ganz nice Werte, gerade für einen Außenspieler. Passables Tempo. Beim Schießen ist der Abschuss leider ziemlich schlecht. Ansonsten hat er eigentlich echt gute Schusswerte. Passen kann er. Dribbeln kann er auch richtig gut. Auch die Physis bei ihm top. Ist auf jeden Fall ein sehr solider Außenspieler, wie ich finde. Aber nicht der Beste in dieser Auswahl. Wenn du aber jetzt zum Beispiel sagst, okay, Onyeka fand ich gerade klar am besten, den will ich dann mit Iwobi linken, geht das auf jeden Fall klar. Man sollte also auch immer gucken, wen hat man jetzt davor bei der Stufe genommen oder wen habe ich im Verein zum Linken. Ziemlich nice bei dieser Auswahl finde ich Axel Witzel, der hat ein richtig krasses Tempo-Upgrade bekommen, nämlich plus 45, überragend, 80 Tempo auf der 6, finde ich dann auch echt passabel. Kann eben auch Innenverteidiger spielen, das macht die Karte auch so besonders und vielseitig einsetzbar, finde ich richtig nice. Kann gut passen, hat 95 kurzer Pass, Dribbling ist in Ordnung, ist jetzt nicht seine Stärke. Und dann bringt er auch noch richtig gute Defense- und Physiswerte mit. Finde ich eine ziemlich interessante Karte, eben auch wegen der Vielseitigkeit. Ist top-linkbar von Atletico Madrid. Finde ich richtig nice. Könnte man dann zum Beispiel auch mit Ramazzani zusammenspielen, falls man den nimmt. An sich muss ich sagen, finde ich die Kombination Onyeka und Iwobi stärker, aber so als Einzelspieler Axel Witzel auf jeden Fall besser. Aber auch die letzte Karte hat es in sich, nämlich Karstorp, kann auf der rechten Seite alles spielen, wobei ich ihn schon klar auf der RV-Position sehe. Auch gut linkbar mit Holland und AS Rom. Richtig gute Werte für einen Außenverteidiger, wie ich finde. Da kann man überhaupt nicht meckern. Auch eine ziemlich nice Karte. Könnte man dann zum Beispiel im Verbund mit Klaassen spielen. Auch hier wieder eine nice Kombination. Ich denke, man sollte hier einfach schauen, auf wen man am meisten Bock hat. Ich finde jetzt bei der ersten Auswahl Avonyi am besten, dann bei der zweiten Auswahl wahrscheinlich eher Onyeka am besten, wobei Klaassen auch ziemlich nice ist. Und am Ende dann wahrscheinlich einfach Axel Witzel als Einzelspieler, wobei Iwobi auch ziemlich nice ist.
Ich finde die Idee einfach ziemlich cool. Jeder kann hier so ein bisschen individuell gucken, was hat man im Team, worauf hat man Bock. Und man kann dann eben die Karten auch noch zusammenspielen. Und man muss eben auch nicht so lange warten, weil es eben hier auch nur 20 Level gibt. Ich finde das Ganze ziemlich nice. Wie siehst du das? Schreib das gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Video.